Philipp Muntwiller, wie gut tut der Sieg gegen den FC St. Gallen? Ja, ich glaube, es ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Es sind drei sehr wichtige Punkte. Aber hervorragend war die Mannschaftsleistung. Ich glaube, heute ist jeder für den anderen gegangen. Er zeigt, dass wir da unten rauskommen und nur so mit so einer Leistung können wir da unten raus. Und jetzt wollen wir das fortfahren. Der Druck war gross vor dem Match. Wer hat den Trainer eingestellt auf das Spiel? Ja, eigentlich wie immer. Die ganze Woche super vorbereitet auf den Gegner. Und ja, heute ist es so ausgelegen, auf dem Platz umzusetzen. Und ich glaube, wir sehen, dass es so einfach Spass macht zum Zuschauen und selber auch zum Shooten. Und wir wissen, dass wir genug Qualität in der Mannschaft haben. Jetzt müssen wir das einfach ja, nächste Woche bestätigen. Es war definitiv ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Ja, natürlich. Ist natürlich nicht optimal für uns gelaufen. Jetzt hat Lugano noch einmal verloren. Ist natürlich für uns perfekt. Schlussendlich müssen wir aber auf uns schauen und ja, Punkte mit mir selber einfahren. Für uns holt niemand Punkte. Ja, Oliver Klaas, 13-0 gegen den FC St. Gallen. Wie gross ist die Erleichterung, dass man jetzt die drei Punkte, die man schon so lange braucht, endlich eingefahren hat? Ja, natürlich riesig. Drei Punkte sind für uns Gold wert. Und dass wir es noch gegen St. Gallen daheim bei diesem schönen Wetter von so einem Publikum holen können, ist natürlich gerade das Tüpfchen von mir noch. Ja. Vor dem Spiel hat man können lesen, dass du eventuell keinen neuen Vertrag kriegen könntest. Ist das eventuell sogar das letzte Spiel beim FC Vaduz? Ja, das stimmt. Mir ist mitgeteilt worden vor einer Woche oder zwei Wochen. Klar, bin ich enttäuscht. Aber das ist Fußball. So läuft das Business. Aber mir ist natürlich gefreut, dass ich heute trotzdem spielen durfte, mit 3-0-Sieg. Ob das letzte Spiel ist, weiß ich nicht. Ich stelle mich natürlich jede Woche darauf ein, dass ich gebraucht werde. Aber ich meine, das Cup-Finale ist ja auch noch und hoffe, dass ich dort spielen darf. Ja, Dejan Jatovic, 13-0 gegen den FC St. Gallen, gegen deinen Ex-Club. Was ist das für ein Gefühl, gegen die alten Teamkameraden jubeln zu dürfen? Ja, ich meine, ich habe es gut mit meinen alten Kollegen, aber man freut sich natürlich, gegen seinen alten Club ein Tor zu machen und natürlich auch zu gewinnen. Ja. Für den FC Vaduz ist es ein ganz wichtiger Sieg, ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Ja, ich meine, wir müssen diese Woche was an Gallen, nächste Woche ist Ibe. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, immer zu punkten. Moreno Costanzo, ich glaube, die Frage ist mal als erstes erlaubt. Wie ist es überhaupt, im Rheinpark einen Heimsieg zu feiern? Ja, sehr schön. Ein sehr wichtiger Sieg, weil wir haben gewusst, Lugano hat gestern verloren. Wenn wir heute gewinnen können, dann sind wir wieder drinnen. Und das ist uns sehr gut gelungen. Ja. Ist klar, wenn man natürlich mit der ersten Chance in Führung gehen kann, das hilft sehr. Das ist ein grosses Sprungbrett. Was denkt ihr, was hat sonst auch noch den Unterschied heute ausgemacht? Ja, wir sind aggressiv gewesen, wir sind auf jedes Duell. Und wie du schon gesagt hast, wenn du in Führung gehst in diesem Wetter und nachher kannst du nachdoppeln, ist natürlich spielzwei Karten. Und das haben wir dann auch gut zu Ende gespielt. Und St. Gallen wieder als Sprungbrett, also da muss ja schon etwas dahinter sein, oder? Gegen, in dieser Bilanz von Vaduz gegen St. Gallen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin erst seit dem September da, also von dieser Statistik. Diese Saison sind wir umgeschlagen und wir wollen natürlich gegen jeden Gegner punkten. Und ja, wir sind einfach froh, dass wir heute gewonnen haben. Jetzt hat man einen Anschluss finden auf Lugano. Ein Viertel von der Saison ist noch zu absolvieren. Wie seht ihr den Abstiegskampf? Ja, es wird bis zum Ende gehen, das haben wir auch gewusst. Ich meine, wenn man beim FC Vaduz spielt, muss man einfach Neunter werden, dann hat man den Job erledigt. Und das ist unser grosses Ziel, dass wir da in der Liga bleiben.